Die Halbfinalspiele beim Lipa Final Four 2022. Ja, hallo zusammen. Düsseldorf bekommt mit dem TTC Rhön-Sprudel Fulda-Marberzell zu tun. Am anderen Tisch hier das Duell zwischen Saarbrücken und Mühlhausen. Da setzte sich am Ende der erste FCSTT durch. Also hier wird der Gegner für die Saarländer gesucht. Im großen Finale dann Ruben Filus, der Abwehrspieler hier. Wunderschön, immer wieder anzuschauen gegen Christian Karlsson, der neue Schwager von Patrick Franziska aus Saarbrücken. Denn die Schwester von Christian Karlsson, die hat Patrick Franziska geheiratet am 1. Januar. Glückwunsch von dieser Stelle aus. Und wir gehen rein in dieses Match. Ruben Filus mit der Aufgabe, hier vielleicht den ersten Big Point zu landen gegen Düsseldorf, die ja ohne Timo Boll spielen müssen. Der ist verletzt, hatte ja zuletzt die Corona-Infektion überstanden, aber laboriert immer noch an dieser Bauchmuskelverletzung, die ihn auch schon bei der Weltmeisterschaft in Houston geplagt hat. Und deshalb hier als moralische Unterstützung hinter der Bande dabei, aber er kann eben nicht ins Geschehen eingreifen, hat er auch im Interview gesagt. Da fühlt man sich gar nicht gut, so hilflos, kann nichts tun fürs Team, außer natürlich ja anfeuern und unterstützen mit gutem Zureden. Christian Karlsson hat aber, glaube ich, im Moment keinen Zuspruch nötig, führt hier 1-0 in Sätzen, macht es gut, schöne Rückhand hier. Er wusste natürlich auch, was die Stunde geschlagen hat ohne Timo Boll. Er sollte jetzt hier den Dosenöffner machen gegen Filus. Und spielt auch hier stark. Legt den Ball schön ab. Hier gucken wir nochmal die Wiederholung an. Da hackt Filus richtig drunter und Karlsson legt den Ball ganz kurz ab. Sehr schön gespielt. Hier wieder die Ablage versucht von Karlsson, aber das rächt sich, weil dann Ruben Filus doch nach vorne kommt rechtzeitig und dann an Angriff übergeht. Und Filus gewinnt hier auch den zweiten Satz, also 1-1 jetzt. Aber er ist ja ein Kämpfer, der wird sich hier noch reinkämpfen. Ja, Filus einmal für Christian Karlsson. Kürzere Ballwechsel gibt gar nicht so viel von diesen langen. Stark von Filus geholt, mit den langen Noppen drunter gegangen. Der Ball hat extrem viel Unterschnitt und dann zog eben gerade Christian Karlsson ins Netz. Hier macht er es besser, gewinnt den dritten Satz und geht wieder in Führung. Stark von Filus gemacht, auch wenn ein bisschen Glück dabei war. Der hier auch super abgelegt. Gucken wir nochmal hier mit der Anzeige. Die Ballplatzierung auf dem Tisch. 4 Matchbälle aber dann für den Schweden, der im letzten Jahr Weltmeister im Doppel geworden ist. Und hier bringt er Borussia Düsseldorf mit 1-0 in Führung. Dann eine, ja, vielleicht Überraschung in der Aufstellung. Van Bommeng wurde im vorderen Parkplatz hier hingestellt, sollte gegen Anton Kellberg spielen. Fuller, da hieß es im Nachgang, man hätte die Aufstellung genauso getroffen. Alexandre Cassin zunächst mal auf der Auswechselbank. Und Meng rechtfertigt seine Aufstellung. Hier spielt grandios in diesen ersten Sätzen auf. Geht 2-1 in Führung gegen den in dieser Saison bis dato ungeschlagenen Anton Kellberg in der TTBL. Und im Halbfinale zwischen Borussia Düsseldorf und vielleicht doch schon am Drücker. Und führt dann 6-3
Gibt's hier die große Überraschung? Kelberg kommt aber ran auf 8 zu 8. Jetzt das Spiel auf Messerschneide. Und dann doch noch der Sieg für den Schweden. Das war ganz, ganz knapp für ihn. Meng mit einer Mega-Performance. Auch wenn es am Ende dann nicht ganz gereicht hat. Da kam Anton Kelberg mächtig ins Zittern. Ja, jetzt an Position 3, Kvatri Aruna. Ganz erfahrener internationaler Topspieler gegen Dang Xiu. Der, so hat man den Eindruck in Düsseldorf, nochmal eine ganze Ecke stabiler in seinen Leistungen geworden ist. Rückhand. Penholler Spieler hier im Bildvordergrund. Aus Grünwettersbach vor der Saison nach Düsseldorf gewechselt und ja, ich finde schon, der hat wirklich nochmal einen Sprung gemacht. Echter Punktegarant inzwischen für die Borussia. Und spielt auch hier gegen Aruna sehr, sehr gut. Hier mit der Rückhand verwandelt als Penholder Spieler. Kein leichter Schlag. Moderne Penholder Spieler können das, aber dann kann es besonders gut hier. Zack, mit dem Handgelenk so drüber gegangen. Sehr, sehr stark gespielt. Und Aruna, der hatte hier zeitweise kaum eine Chance. 7-2 die Führung für Dang Xiu und dann sogar 10-2. Dieser zweite Satz, der ging für Aruna ganz, ganz schnell weg. Ballkombination von Dang Xiu. Hier stark allerdings gemacht von ihm mit seiner Rückhand. Da hat er ja auch eine Besonderheit. Einen grünen Belag drauf ist seit kurzem erlaubt. Verschiedene Belagfarben noch dazu. Dank Xiu lässt sich aber offensichtlich nicht so sehr davon beeindrucken. 10 zu 10 jetzt. Toller Ballwechsel und jetzt die Chance hier für Dang, das Ganze klar zu machen, Düsseldorf ins Finale zu bringen. Und es gelingt ihm. 3 zu 0 gewinnt Düsseldorf gegen Fulda-Mabazell. Das Endergebnis sicherlich deutlicher als die Spiele an sich. Düsseldorf im Finale.